Liebe Podcast-Freunde, ich freue mich recht herzlich, heute Roland Kaiser bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Roland. Ich grüße Sie, hallo. Alles okay bei dir? Alles okay, ja. Danke, ja. Es war jetzt die letzten Jahre, hat es ja ein bisschen gesundheitliche Probleme gegeben, aber wie ich jetzt sehe, bist du wieder blendend, fit und alles wieder gut. Alles wieder prima, ja. Auch eine neue Produktion gibt es jetzt mittlerweile. Alles ist möglich. Ja. Was ist möglich? Alles? Nein, Quatsch. Es hat natürlich etwas damit zu tun, der Titel, mit meiner persönlichen Lebenssituation. Ich will nicht so daherkommen und sagen, alles geht, wenn man es nur will, aber wenn man eine Situation vor sich hat, die problematisch sein könnte, dann ist es sicherlich besser, positiv ranzugehen, als gleich zu sagen, das geht eh nicht gut. Ich glaube, diese Einstellung wird dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass es wirklich nicht gut geht. Also insofern ist für jeden Menschen auf seinem persönlichen Lebensweg, in seinem Rahmen, vieles möglich. Und ich glaube, dass man eine Menge mit positiver Lebenseinstellung, sagen wir mal, auf den richtigen Weg bringen kann. Wer hat eigentlich so jetzt in den letzten Jahren Kraft gegeben? Die Familie, nehme ich mal an? Ja, natürlich, die meine Frau, die Kinder, aber auch gute Freunde. Also ich muss zum Beispiel sagen, meine langjährigen Freunde Peter Wagner, mein Produzent, dann Jack White, mein Partner, das Plattenchef, der mir in der Zeit der höchsten Krise meine Krankheit am schlimmsten war, da einen lebenslangen Vertrag gegeben hat. Das gibt natürlich Motivation, das werde ich diesen beiden Menschen noch nie vergessen. Und ich glaube, es gibt auch ein Lied, was speziell für die Frau gewidmet war. Ja, das heißt Du Wunderbare und wird sicherlich im Herbst die nächste Single werden, ja. Also auch da ein Dankeschön an die Frau, an die Familie. Das finde ich sogar äußerst opportun, das zu tun. Das ist nämlich durchaus nicht selbstverständlich, das alles durch und auszuhalten. Auch heute in der Sendung bei Immer wieder Sonntags gibt es noch ein nettes Duo mit Lena Valaitis. Ja. War das jetzt ein Wunsch von ihr oder von euch beiden oder wie kam das Lied zustande? Das ist entstanden, weil das Lied gut gepasst hat als Duett und Jack hat die Lena gefragt und die fand die Idee toll. Mir ging es genauso und haben wir das gemeinsam gemacht. Das ist dann, glaube ich, ein guter, passender Titel für uns. Und dann habe ich gelesen, in Dresden wird es jetzt dann ein großes Comeback geben sozusagen, also die große Show. Wo du dich da nochmal. Ja, nee, wir haben Premiere jetzt nächsten Samstag am 16.07. in Rostock. Das ist auch dieselbe Gelände, wo der Kollege Grönemeyer seinen Konzertbeginn hatte. Wir fangen da auch an, also Open Air spielen wir da, auch vor einem riesen Publikum. Und in Dresden haben wir zwei Abende, die wir spielen. Und ein Abend davon wird vom MDR live gezeigt sogar. Also das ist selten genug, dass Live-Konzerte gezeigt werden. 1:1 ohne Nachbearbeitung. Gleichzeitig machen wir eine DVD davon. Also das wird sich immer in die nächste Zeit recht unterhaltsam werden. Und das Publikum hat ja eigentlich die ganzen Jahre über wirklich fest zu dir gehalten. Das war ja wirklich was Großes. Das kann man auch den Leuten nur hoch anrechnen, weil die letzten Jahre, sagen wir mal, waren die Konzerte, sagen wir mal so, die Leute haben das ertragen und die haben mich getragen damit. Und das für mich ist es jetzt im höchsten Maße wichtig, ein Dankeschön loszuwerden an die Menschen. Sehr schön. Und 2 Jahre hat es ja jetzt gedauert, bis das neue Album kam. Wie geht es weiter für die Zukunft? Was wird man noch von Roland Kaiser erwarten können? Eine Menge. Ich fange gerade wieder an. Ich bin jetzt gerade mal 1,5 Jahre alt. Also ich habe noch viel vor mir. Insofern können Sie noch viel erwarten von mir. Sehr schön, sehr schön. Dann wünschen wir auf deinem weiteren Lebensweg Dankeschön. Und auf deiner Karriereweg weiterhin noch alles Gute. Vor allen Dingen viel, viel Gesundheit. Danke sehr. Und alles Gute. Danke Ihnen für die weiterhin. Anrufe, ne? Danke. Tschüss. Wiedersehen.